fragen immer mal wieder Leute, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit diesem Krieg in der Ukraine? Was schätzt du, was dabei rauskommt, also wie es weitergeht, was am Ende rauskommt? Und ich sage dann eigentlich immer, ich habe keine Ahnung. Solche Sachen kann man nicht vorhersagen. Es gibt im Grunde 3 oder 4 Möglichkeiten oder vielleicht auch nur 2. Aber selbst wenn man sich für eine von diesen beiden dann entscheidet, dann gibt es 1000 verschiedene Details und Abzweigungen, wo das dann halt wieder anders werden kann, als man es ursprünglich gedacht hat. Deswegen sage ich dazu meistens eigentlich gar nichts und sage, warten wir es einfach ab, dann werden wir es sehen. Aber okay, man kann ja mal ein bisschen drüber nachdenken, was kann herauskommen. Das ist dann alles natürlich völlig freie Spekulation. Keiner weiß, ob auch nur die Voraussetzungen stimmen. Aber empfehlen könnte man zumindest schon mal, dass man sagt, schauen wir uns mal an, wie ihr Imperium funktioniert. Imperium, jetzt im Sinne vom Römischen Reich, gibt es eigentlich nur eins momentan auf der Welt. Das sind die USA mit ihren Vasallenstaaten, also die NATO, außenrum. Und dann noch diverse andere Staaten, die halt auf die eine oder andere Art abhängig von den USA sind. Und wie funktioniert jetzt so ein Imperium? Da kann man das Römische Reich vielleicht mal so grob als Anhaltspunkt nehmen. Da war es ja eigentlich immer so, dass die Römer halt festgestellt haben, oh, wir sind wieder mehr Leute geworden, weil es uns so gut geht, die Leute kriegen mehr Kinder, wir brauchen mehr Getreide und Wein und Spezereien und Gewürze und alles. Das reicht nicht mehr und das heißt, wir brauchen eine neue Provinz. Dann haben sie mal so rumgeschaut, okay, was gibt's da noch, was können wir uns noch holen? Sind dann dahin, haben dann zu den Leuten gesagt, also ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten, entweder ihr gebt uns alles, was wir brauchen und dafür kriegt ihr von uns Schutz. Also wir schützen euch dann vor den Parthern oder den Germanen oder anderen Barbaren, die da immer in euer Land reindrängen oder vor denen wir euch zumindest Angst machen. Das war ja vielleicht gar nicht immer so. Aber das war quasi so ein Tauschgeschäft. Wenn dann die Völker oder die Bevölkerung in diesen Provinzen gesagt hat, nee, das wollen wir lieber nicht, wir wollen lieber unabhängig bleiben, vielleicht auch mal mit den Parthern verhandeln oder so, das sind ja auch nur Menschen. Dann haben die Römer gesagt, okay, in diesem Fall sind wir aber gezwungen, euch zu besiegen. Dann kommt die Armee so richtig und dann gibt es halt Schlachten und dann wird es irgendwann nach so einer Schlacht, wird dann beschlossen, ihr gehört jetzt zum Römischen Reich. Dann werden aber die Bedingungen auch härter. Also dann nehmen wir euch auch mehr weg und dann werdet ihr auch versklavt und so. Da haben die meisten dann gesagt, ja, okay, also können wir uns jetzt nicht wirklich wehren gegen dieses Reich. Dann haben die Römer wieder diese ganzen Produkte und Bodenschätze, also Getreide und was die halt gehabt haben, ins Römische Reich gebracht. Dann ist es ihnen wieder besser gegangen und dann haben sie wieder mehr Bevölkerung gekriegt und mehr Bedarf gehabt. Und dann so ist es immer weitergegangen, bis irgendwann das Reich halt so einerseits überdehnt war, weil es zu groß war und andererseits total dekadent, sodass es auch nicht mehr funktioniert hat. Es war schlichtweg zu komplex, zu groß, unüberschaubar. Und wenn es dann eben zu komplex und zu unüberschaubar wird, dann bricht so ein Reich auch mal zusammen. Da habe ich ja schon ein paar Mal darüber geredet, ist heute nicht das Thema. Jetzt, wenn man das mit den heutigen USA vergleicht, diese römische Vorgehensweise, dann fallen einem bei allen Unterschieden, es sind tausende, Millionen Unterschiede, aber es fallen einem doch ein paar Ähnlichkeiten auf. Bei den USA ist es halt so, die brauchen auch Dinge aus dem Rest der Welt, weil sie die nicht selber haben und nicht selber herstellen können. Da fehlen Bodenschätze, unter anderem vor allem Öl, Gas. Da kann man jetzt sagen, ja okay, also das Gas können die notfalls auch mit Fracking aus dem Boden raus schlemmen, dabei alles vergiften und kaputt machen. Aber das ist so teuer, das lohnt sich dann wirklich nur, wenn wir es an die Europäer verkaufen, weil die so blöd sind und das zahlen. Also es fehlen eine ganze Menge Dinge, die USA, die sie von außen kriegen müssen. Und Öl ist dabei schon sehr wichtig. Da war die Vorgehensweise jetzt eigentlich immer die gleiche. Die sind halt auf ein Land zugegangen, haben gesagt, pass auf, wir wollen dies und das von euch. Dafür stellen wir das ganze Land mit Atomraketen und Waffen und Truppen voll. Dann seid ihr vor den Russen geschützt, aber dafür gebt ihr uns halt einfach alles, was ihr so habt und was wir brauchen. Wenn ihr das nicht macht, dann kommen wir rein und bombardieren euch in Schutt und Asche und nehmen es uns dann trotzdem. Das ist so die Situation, eigentlich so kann man sagen, 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert dann immer mehr verstärkt, weil natürlich der Mangel
immer mehr zunimmt und die Dinge, die sie brauchen, immer mehr werden und die Völker andererseits auch dazu tendieren, halt das nicht mehr zu wollen. War dann beispielsweise so im Irak, da ging es um Öl, dann haben die gesagt, nee, also wir wollen unser Öl lieber jetzt frei handeln und dann können wir es zum Beispiel auch in Rubel handeln und so, bumm, haben die Amerikaner das komplett platt gemacht, ebenso in Libyen. Auch in Syrien übrigens, in Syrien ist es ja jetzt so, dass die USA dort einen nicht deklarierten Angriffskrieg führen und das Öl dort dann einfach klauen mit Hilfe von ihren Leuten von ISIS und wie die heißen. Also die rauben das einfach jetzt. Aber im Grunde ist das immer so die Vorgehensweise. Man macht den Leuten ein Angebot, pass auf, wir stellen Atomraketen rein, dann seid ihr sicher vor Russland und dafür gebt ihr uns alles, was wir brauchen. Nochmal kurz zusammengefasst, wie gesagt. Jetzt muss man sehen, dass es da ja noch andere Länder oder Großländer, man könnte da auch sagen Imperien gibt, zum Beispiel Russland und China. Und die funktionieren jetzt ganz anders und das kapiert bei uns irgendwie die Mehrheit einfach nicht so, weil die immer denken, naja, Russland ist auch so ein Imperium, das funktioniert genauso wie die USA, also machen die das jetzt auch so. Die brauchen irgendwas von der Ukraine, also überfallen die und besetzen die, erobern die und dann machen sie weiter. Dann kommt halt irgendwie Ungarn und Moldawien und schließlich Deutschland und wenn sie dann in Paris sind, dann sagen sie, yeah, und jetzt greifen wir die USA an. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Da muss man den Gedanken vielleicht schon mal auf eine ganz andere Grundlage stellen und sagen, ein Imperium in dem Sinn existiert hier nicht. Und wenn aber eins existiert, dann ist es ein ganz anderes, als wir denken. Dann müssen wir mal schauen, dass sich ja Russland, China und andere Länder auch zusammenschließen, wie das die USA mit ihren NATO-Vasallen machen, aber halt nicht als Vasallen und Kolonien und Provinzen, die dann ausgebeutet werden, sondern in Bündnissen, zum Beispiel dieses BRICS-Bündnis oder Shanghai-Bündnis, wo dann Länder wie Brasilien, Südafrika, demnächst Iran, Argentinien, Saudi-Arabien, die gehören dann da alle dazu und die Prämisse lautet, wir schließen uns zusammen, aber jeder bleibt autark. Das heißt, es wird hier nicht hineingeredet, dass da irgendwelche Waffen stationiert werden und dass die dann im Falle, dass mit Russland irgendwas ist, dass man da nicht mehr recht weiterkommt, werden die dann bombardiert oder irgendwas. Das ist da ausgeschlossen. Es ist halt wirklich so eine Art Bund. China ähnlich, die in Afrika viele Interessen haben und dort auch dann in vielen Ländern tätig sind, mit denen Verträge abschließen und gegenseitige Handelsdinger und so. Das ist eine sehr wichtige Geschichte, weil natürlich jetzt beispielsweise bei China in Afrika schon auch immer wieder wahrscheinlich, kann ich nicht genau sagen, ich bin kein China-Experte, aber es nehme ich an, China ist das größere, stärkere Land in solchen Partnerschaften. Das heißt, die werden da schon einen Vorteil für sich rausschlagen. Gleichzeitig haben aber die afrikanischen Länder auch Vorteile. Die mögen im Einzelfall dann mal kleiner sein, aber sie sind jedenfalls da. Beide profitieren und brauchen sich dann weder bekriegen noch da irgendwelche Waffen hineinstellen oder sowas, sondern es gibt einfach Verträge. Man handelt miteinander und die einen geben das, die anderen geben das. Also vollkommen anderes System als das, was die USA auf der Welt treiben. Nur eben, wie gesagt, ein System, das man sich bei uns mehrheitlich einfach nicht recht vorstellen kann. Da denkt man immer, da stimmt was nicht an dem Gedanken, weil der neue Gedanke von USA und ihren Vasallen in Europa vor allem, ist ja der Handel und gegenseitige Tausch oder sonst welche Geschäfte, das bedeutet Abhängigkeit. Da haben wir in Deutschland zum Beispiel jahrzehntelang, über ein halbes Jahrhundert von Öl und Gas aus dem Osten, erst Sowjetunion, dann Russland profitiert und gleichzeitig gab es halt Gegengeschäfte, kenne ich mich auch nicht genau aus, aber es gab Verträge, es gab dann so Ideologien, auch wie von Egon Bahr, dann Wandel durch Annäherung, wo man immer gesagt hat, so wird die Sowjetunion dann irgendwann auch eine Demokratie, wenn man mit denen handeln. Und jetzt ist aber so, dass man sagt, Handel ist Abhängigkeit. Das kennen wir aus dem Dritten Reich, das haben die Nazis damals auch gesagt, Deutschland muss autark sein. Damalige Idee war natürlich, wir holen uns einfach neue Länder, dann werden wir immer größer und dann sind wir autark, weil wenn wir ganz Russland erobert haben und ausbeuten, dann ist Deutschland nun mal autark, weil es halt irgendwann die ganze Welt umfasst. Das geht heute nicht mehr so leicht, möglicherweise für die USA teilweise noch, wobei man auch sagen muss, die haben eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg jetzt so richtig keinen Krieg mehr gewonnen. Die haben in Vietnam verloren, in Afghanistan verloren. Irak, Libyen, ja, kann man vielleicht noch drüber streiten. In Syrien sind sie nicht wirklich siegreich, auch wenn sie das Öl dort rauben.
der syrischen Bevölkerung. Aber jedenfalls ist diese Geschichte mit der sogenannten Abhängigkeit, die man dann nur durch Krieg lösen kann, ist heute irgendwie nicht mehr so leicht. Sie geht bloß bei den Europäern einfach nicht in die Köpfe hinein. Und deswegen bleiben sie halt unter dem Befehl ihrer US-amerikanischen Herren und Herrscher, muss man sagen, weil die Regierungen in Europa sind ja eigentlich nur Regenten. Deswegen bleiben sie bei dieser Strategie, wir machen es so, wie wir es kennen und wie wir es eigentlich seit dem Römischen Reich kennen. Das hat in einigen Situationen dann zu historischen Ergebnissen geführt, die sich manchmal geähnelt haben. Da muss man sich vielleicht mal erinnern. Zum Beispiel Nordkorea, Südkorea war dann halt, Nordkorea war unter sowjetischem Einfluss, beziehungsweise später allein, und Südkorea halt amerikanischer Vasall. Oder Nordvietnam, Südvietnam. Man kann aber auch das Beispiel natürlich heranziehen, DDR und BRD nach dem Zweiten Weltkrieg. Und auch damals schon hat man die unterschiedliche Herangehensweise der Russen bzw. Sowjetunion, Stalin war ja Georgier, der war gar kein Russe, also Sowjetunion damals hatte ja die Idee, Deutschland aus diesen Besatzungszonen wieder zusammenzusetzen zu einem Ganzen und dann neutral zu machen. Da waren die Armee, also die USA, waren dagegen, haben gesagt, nein, machen wir nicht, Deutschland darf nicht neutral sein, sondern es muss unser Vasall sein und der NATO beitreten, damit wir die Sowjetunion bekämpfen können, früher oder später. Wie das geendet hat, wissen wir. Es gab halt dann genau an der Grenze, wo sowjetische Besatzungszone zu Ende war, war halt die Zonengrenze. Auf der nordöstlichen Seite war die DDR und auf der anderen Seite die BRD. Bis dann halt irgendwann der Punkt erreicht war, wo die Sowjetunion einfach zusammengebrochen ist, weil man sie mit diversen Tricks und Betrügereien, unter anderem mit Ölpreis und so, das führt jetzt zu weit, das lassen wir jetzt weg, aber die ist halt zusammengebrochen und damit war auch die DDR nicht mehr haltbar, ist dann vom Westen, wie man sagt, also von den USA und der NATO übernommen worden, noch mit der Finte, dass man gesagt hat, kein Millimeter oder Zentimeter weiter nach Osten, und natürlich war klar, dass die USA auch diese restlichen Provinzen da Richtung Restrussland dann irgendwann erobern, mit Waffen vollstellen und ausbeuten. Jetzt haben wir eine ähnliche Situation in der Ukraine. Russland hat lange Zeit angeboten, lass mal diese Ukraine, wie sie ist, mag ein historischer Fehler sein, aber scheiß drauf, die bleibt zusammen und sie bleibt oder wird neutral. Das ist eine Zeit lang so hin und her gegangen, es gab immer mal wieder dann so Annäherung, mal ein bisschen an Westen, an Osten. Die USA haben immer wieder versucht, da mal dann die Regierung wegzuputschen, weil die halt einfach nicht bereit waren, sich so richtig zu unterwerfen, die USA, sondern immer so eine Mittelposition beibehalten wollten, zumindest im Zusammenspiel der einzelnen Interessen. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR ist dort natürlich auch eine Klasse von unfassbar kriminellen Oligarchen entstanden. Es haben sich dann Nazi-Verbände gegründet, die die Rolle der Armee übernommen haben. Es gab ja keine Armee mehr. So, jetzt war zwischendurch der Akku leer. Das ist immer ganz schön, weil ich sowieso am Abschweifen war. Und in so einem Moment, wenn ich gerade so abschweife, dann kann ich mich da wieder ein bisschen sammeln. Also ich war ungefähr da. Angebot von Russland, Ukraine bleibt ganz und vereint und dafür neutral, wird kein NATO-Mitglied. Das war für die USA natürlich keine Option, weil die USA geht es letztlich nicht um die Ukraine, sondern darum, Russland zu zerschlagen und zu erobern. Und dafür muss die Ukraine in die NATO, weil man muss ja seine Waffen dort aufstellen, um Russland dann von dort aus überrollen zu können. Zudem war dann auch noch das Problem, dass die USA ja seit 2014 schon die Ukraine massiv, also letztlich mehr oder weniger allein, abgesehen von den Nazi-Bataillonen, aufgerüstet haben und zu einem NATO-Staat, also einer amerikanischen Waffe und Kolonie, gemacht haben. Und das hätte man dann irgendwie alles wieder abbauen müssen. Das ist auch viel zu aufwendig und wäre einfach nicht möglich gewesen. Nicht denkbar für die USA, so muss man sagen. Und deshalb gibt es halt jetzt in der Ukraine einen Krieg zwischen der NATO und Russland, wobei die NATO als Ziel gesetzt hat, die ganze Ukraine zurückzuerobern, samt Krim, und dann zum NATO-Staat zu machen. Für Russland ist das Ziel, diese abtrünnigen Republiken, wie man da bei uns immer sagt, also diese sogenannten Volksrepubliken im Osten, die russischsprachig sind und sich abgespalten haben nach dem Putsch 2014, in irgendeiner Form zu sichern, weil dort die Bevölkerung halt massakriert worden ist, 8 Jahre lang. Da war die erste Forderung damals auch in Russland sehr laut, das soll einfach russisches Gebiet werden. Dagegen hat sich der Präsident Putin immer gesträubt, hat gesagt, nein, das geht nicht, wir haben da Verträge unterschrieben selber auch und die gibt's halt. Und die legen fest, dass diese
Republiken Teil der Ukraine bleiben, mit einer gewissen Selbstständigkeit, vielleicht so Südtirol oder Bayern oder so. Aber in den Verträgen ist ausgeschlossen, dass sie russisches Gebiet werden. Und daran müssen wir uns halten. Und erst als dann die NATO halt gesagt hat, jetzt reicht's, wir machen das alles platt, und die ukrainische Armee und die Nazi-Bataillone dann losgeschickt hat am 16. Februar, um diese Gegenden mit militärischer Macht zu erobern, erst da hat dann Russland gesagt, gut, dann erkennen wir die als unabhängige Republiken an und auf das Hilfeersuchen. Also das ist ja alles bekannt. Aber jedenfalls, wie wird das enden? Die NATO behauptet, Russland will die Ukraine ganz erobern. Da muss man jetzt sagen, das ist natürlich kompletter Bullshit. Russland ist das größte Land der Welt und hat jetzt schon nicht geringe Probleme manchmal mit diesem Land und der doch im Vergleich dazu recht geringen Bevölkerung da überhaupt zurechtzukommen und das irgendwie zu organisieren. Die haben garantiert keine Lust, sich da noch irgendwelche Provinzen ans Bein zu hängen, die dann verwaltet und befriedet und alles Mögliche werden müssen. Zumal die meisten Länder außenrum ja gar keine Lust haben, russisch zu werden, und das macht das alles noch viel schwieriger. Dagegen könnte man argumentieren, nein, das größte Land der Welt sind die USA, weil die ganzen NATO-Länder da ja irgendwie dazugehören, ähnlich wie im Römischen Reich damals. Es ist allerdings dann der Unterschied, dass in diesen Ländern ja die USA auch herrschen. Das heißt, die schaffen das mit einer Mischung aus Militär und Freiwilligkeit, dass diese Länder brav sind und die haben eine eigene Bevölkerung dort. Also das kann man nicht wirklich vergleichen. Andererseits ist aber dieses Imperium USA mit den NATO-Provinzen inzwischen in einem Zustand, sagen manche, sag nicht ich, weil ich es nicht weiß, sondern sagen halt Leute, die sich auskennen, dass es eigentlich schon seit längerer Zeit am Zusammenbrechen ist. Ähnlich wie das Römische Reich, es ist komplett überdehnt. Das hat eine gewisse Ironie, weil die eigentliche Strategie der USA war ja auch eine davon, Russland zu überdehnen. Jetzt haben sie sich selber überdehnt. Jedenfalls ist es, soweit ich höre, weitgehend ausgeschlossen, dass die USA und die NATO die Ukraine einfach vollständig erobern und besetzen und dann womöglich noch Russland angreifen und zerschlagen. Das wird einfach nicht gehen, heißt's. Dann am Ende noch China und den Iran dazu, das sind ja eigentlich die weiteren Pläne, aber da ist schon ein bisschen was überheblich Wahnsinniges drin, so eine Art später Cäsarenwahn, wie man früher gesagt hat. Und deshalb würde ich jetzt, da bin ich wieder beim Spekulieren, sagen, es wird wahrscheinlich so ausgehen wie in Korea, wie in der DDR. Es wird eine Grenze geben innerhalb der Ukraine, wo dann vielleicht auch ein Zaun gezogen wird oder Mauer gebaut wieder, ein eiserner Vorhang. Und der wird dann Europa einfach teilen wieder, so wie wir das eigentlich kennen. Nur das Interessante ist, dass es im Vergleich zu der Zeit im Kalten Krieg mit Ost-West, Ostblock-Westblock-Konfrontation jetzt genau umgekehrt ist. Jetzt ist mit dieser Strategie ohne Krieg sich zu verbünden mit autarken Ländern und dadurch so eine Art weltweites Bündnis hervorzubringen, halt nun mal einfach Russland und ist China, die sind da jetzt im Vorteil einfach. So wie früher die USA im Vorteil waren, die dann gesagt haben, bringen überall die Freiheit hin. Letztlich war es Krieg, aber das weiß man ja jetzt noch nicht, wie es auf der anderen Seite ausgeht. Jedenfalls sind diesmal wir, und zwar dann ganz Westeuropa, die DDR, die da irgendwie versucht, noch ein langsam marodes und zerfallendes Kollektivsystem, das auf Macht beruht, zusammenzuhalten und als Frontstaat zu verteidigen. Ja, das ist halt, wie gesagt, nur Spekulation. Und wie es dann weitergeht, weiß ich jetzt wirklich überhaupt nicht. Könnte man wieder weiter spekulieren. Wir haben ja gesehen, was mit der DDR passiert ist. Nachdem ihr Imperium im Hintergrund zusammengebrochen ist, dann wird es vielleicht ähnlich gehen jetzt, wenn das US-amerikanische Imperium zusammenbricht. Naja, so weit lehne ich mich jetzt lieber nicht aus dem Fenster. Ich weiß es schlichtweg nicht. Es ist trotzdem vielleicht ganz gut, wenn man die Analyse mal so ungefähr in groben Zügen im Kopf hat, weil man dann nicht ganz überrascht wird, wenn das, was uns jetzt die deutsche Propaganda immer mitteilt, hurra, die Ukraine erobert Kherson zurück und dann werden sie demnächst in Moskau stehen oder die Krim freischießen, das halte ich alles für ein bisschen sehr abwegig, illusorisch und typisch deutsch, wie wir es auch aus Stalingrad kennen. Also da ist gescheiter, zwischendurch einmal ein bisschen Realismus einziehen zu lassen und sagen, was passiert denn da eigentlich wirklich? Und dann weiß man zwar immer noch nicht, was man erwarten muss oder kann, aber zumindest sind die Überraschungen vielleicht ein bisschen geringer.
So, jetzt muss ich kurz die Staatsmacht abwarten, die hier kontrolliert. Fickzeichen, ey, scheiß Hubschrauber.